Man hatte eigentlich nichts anderes erwarten können. Nach dem Skandal im Trainingslager des SC Paderborn hat die Chefetage hart durchgegriffen. Keine Gnade für Nick Proschwitz, der alkoholisiert seinen Penis und seinen Po in Anwesenheit einer Frau entblößt hatte. Der Stürmer ist mit sofortiger Wirkung freigestellt. Ich verurteile dieses Vorgehen, ich verabscheue es. Und das ist auch der Grund, weshalb wir uns heute entschieden haben, dass der Spieler Nick Proschwitz das Trikot des SC Paderborn nicht wieder überstreifen wird. In einem muslimisch geprägten Land sei für solche Eskapaden einfach kein Platz. Was genau vorgefallen ist, bleibt aber unklar. Anwesende Reporter hatten berichtet, die Frau sei von Proschwitz sexuell belästigt worden. Die widerspricht allerdings entschieden. Die anwesende Dame von der Sportagentur hat wohl mittlerweile erklärt, dass sie keine Belästigung erfahren habe durch dieses Ausziehen der Hose. Dann gibt es ja Reporter, die anwesend waren, die anderer Meinung sind. Und wie gesagt, das kann in der nächsten Viertelstunde wieder anders aussehen. Mir ist aber auch völlig egal, wie tief die Hose hing. Am Nachmittag hatte es eine stundenlange Sitzung mit Finke, dem Rest des Präsidiums, Effenberg, Sportdirektor Michael Born und zeitweise auch Proschwitz gegeben. Darin wurde auch über mögliche Konsequenzen für Trainer und Sportchef geredet. Aber der Präsident spricht die beiden von jeglicher Verantwortung frei. Man gelangt ja zunächst, das ist mir auch passiert, zu einer Ansicht, dass unter der Führung unserer sportlichen Leitung und unseres Cheftrainers die Dinge, die passiert sind, eigentlich nicht hätten passieren dürfen. Tatsache ist aber, dass die angesprochenen Herrschaften bei dem Vorfall nicht dabei waren. Damit ist Effenberg zwar vorerst aus der Schusslinie, bleibt aber auf dem Prüfstand, wie auch Finke betonte. Denn unabhängig vom chaotischen Trainingslager braucht der Trainer schnell sportlichen Erfolg, um seinen Job zu sichern. Der Club steht auf dem 16. Platz in Liga 2.